Yo, hallo Leute, hier ist euer Beatbull. Wir zocken jetzt mal eine Runde Autobahn Simulator 2. So, machen wir hier auf ein neues Spiel und schauen uns das mal alles an hier, wie das alles funktioniert. Ich hoffe, ihr wisst, Leute, ich habe das Spiel selber nicht. Das gehört ein Kumpel von mir und darauf zocke ich das gerade. Mal schauen, ob es überhaupt funktioniert, das dumme Spiel. Weil ich habe mir so viele hier Dinge angeguckt darüber. Und hab gesagt, nö, ich hol mir das nicht. Ja, wie sie sehen können, sehen sie nichts. Und wenn sie was sehen, sehen sie es falsche. Schon das Laden, das dauert ewig hier. Wenn es überhaupt lädt oder abstürzt, ich weiß es gerade nicht. Hallo, warum gehst du nicht? Möchten sie mich verarschen? Achso, okay. Wow. Reagiert nicht und dann sowas. Läuft auf jeden Fall. Einwandfrei, dann kann man sagen. Los jetzt. Ah, okay. Können wir uns ein Ding aus dem Charakter wählen? Können wir jetzt hier Frau oder da im Herr? Nein, nein, nein. Wir nehmen den, nehmen wir. Den nehmen wir. So, gehen wir mal weiter. Hautfarbe, mal ein Bild. So, Falten. Ja klar, weil ich richtig Falten hinten alle. Muttermale, was haben wir da hier Schönes? Ach du Scheiße. Na. Ich liebe deine Sommersprossen. Nein, wollen wir nicht. Aus damit. Narben? Ja, Polizisten haben Narben auf jeden Fall. So, okay, da haben wir die Narbe oben am Kopf. Das passt, da hat er vom Schädel gekriegt. So, das ist mir Wurst. Das kann man nehmen, klamottenmäßig. Hässlich, hässlich, sehr hässlich, nur das. Ein bisschen Unterkörper, Oberkörper-Variation, was haben wir da? Was Grünes, was Weißes, Unterkörper, Hut, brauchen wir keinen. Schuhe, geht so, nehmen wir die. Und let's go. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir los mit diesem Charakter spielen. Ja, möchte ich. Dann werden wir uns die ganze Sache jetzt mal hier reinziehen. Okay, das sind wir los. Einführung überspringen, Einführung spielen empfohlen. Okay, machen wir. Nutze WASD umzulaufen und Maus um dich umzusehen. Mit Shift kannst du rennen. Drücke F, um mit anderen Personen oder Gegenständen zu interagieren. Okay. Haben wir das. Melde am Empfang an. Machen wir. Lauf dahin, Kollege. Lauf. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Herrn Becker. Das ist hier der Chef. Würden Sie vielleicht auch erstmal mit dem Fußvolk vorlieb nehmen? Nein. Und ich weiß, dass er der Chef ist. Genau deshalb möchte ich auch zu ihm. Für wen halten Sie sich eigentlich? Okay, energisch oder zurückhalten? Ich würde sagen, wir gehen gleich energisch ran. Ich bin Ihr neuer Kollege, der einen Termin bei Ihrem Chef hat. Weiß er eigentlich, wie Sie sich hier aufhören? Okay. Nichts für ungut. Entschuldigung. Jemand hätte mir ja auch sagen können, dass Sie heute hier anfangen. Ich öffne Ihnen die Tür. Zum Chef geht es die Treppe rauf und dann links. Okay, dann bin ich gehofft und melde dich am Empfang an. Haben wir geschafft. So, mal eine Frage an Sie. Sie fühlen sich auch verarscht hier von den ganzen Typen hier drinnen? Gut, gehen wir mal rein. So, dann gehen wir mal rein. Nach oben, okay. Ein bisschen schneller ran. Die Steuerung ist nur ziemlich, ja, fragwürdig, kann man sagen. Wie ihr sehen könnt. Okay, der Kasper ist da hinten. Mahlzeit. Sie sind also Herr Schmidt. Genau so ist es. Freut mich sehr. Sie sind 10 Minuten zu spät. Oh, das gefällt mir ja gar nicht, ja? Dass wir 10 Minuten so spät sind. Nur wegen 10 Minuten. Ausflüchtet oder ehrlich? Ich würde sagen, wir gehen mal ehrlich ran. Ja, Sie haben recht. Es tut mir leid. Na gut. Merken Sie sich für die Zukunft. Ich hasse Unpünktlichkeit und Schlampigkeit jeder Art. Das Folgende sage ich hier jedem. Sie haben einen gefährlichen Job. Auf der Autobahn kann immer etwas passieren und Sie verbringen von nun an einen großen Teil Ihres Lebens im Einsatzwagen. Deshalb dulde ich keine Nachlässigkeit. Erledigen Sie Ihre Aufgaben korrekt und spielen Sie nicht den Helden. Dann werden wir beide keine Probleme bekommen. Okay. Verstanden, Herr Becker.
Und nun, willkommen in der Truppe. Bevor Sie anfangen, schauen Sie mal. Der sieht ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann. Ihr Büro ist nebenan. Sie ist hier für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Oder Nikolaus. Wenn in diesem Revier mal etwas nicht nach Plan läuft, lässt sie uns trotzdem noch gut aussehen. Ich hoffe, Sie werden das nicht in Anspruch nehmen müssen. Aber stellen Sie sich vorsichtshalber vor. Vielen Dank, Herr Becker. Wird gemacht. Okay. Jetzt stehen wir hinten an der Wand, warum auch immer. Habe ich gesagt, gerne an der Wand? Ne, hab ich nicht gesagt. Was jetzt? Wie gesagt, Leute, die Steuerung ist einfach, ja, mehr oder weniger für den Arsch. Kann man sagen. So, mal gucken, wie wir es am besten hinbekommen. Mit der Steuerung. Mahlzeit! Hallo und herzlich willkommen auf unserem Revier. Hallo, Frau Roth. Haben Sie mich schon erwartet? Nein, nein, aber die Wand zwischen meinem Büro und dem anderen ist nicht sonderlich dick. Okay, energisch, zurückhaltend. Was regt sich der Alte denn auf? 10 Minuten zu spät an meinem ersten Tag. Was macht denn der? Es gibt doch wirklich Schlimmeres. 3 Dinge sollten Sie wissen. Erstens, Herr Becker meint es nur gut. Ihm ist das Revier, die Leute und die Aufgabe, die wir übernehmen, sehr wichtig. Zweitens, ich arbeite sehr eng mit Herrn Becker zusammen. Ich erzähle ihm, was in seinem Revier so vor sich geht. Und drittens, ich hoffe für Sie, dass Roland das eben nicht gehört hat. Sie sollten sich in Zukunft lieber mäßigen. Was ist das? Ich gucke in seinen Kopf rein. Hallo, Hilfe, dann Gehirn. Jetzt wissen Sie Bescheid. Und keins. Kopf hoch und raus auf die Straße. Kopf hoch und Gehirn ist klar. Läuft. Und ziehen sich um. Dort müssten Sie auf Ihren Partner finden. Er heißt Hans Haas. Sie wollen Ihren ersten Tag ja nicht nur mit Smalltalk verbringen, oder? Natürlich nicht. Was ist das? Vielen Dank. Okay, warum er nicht hier hinten um? Ich habe gerade bei da gestanden. Ach, Mann. Leute, ich will nichts sagen, aber das ist doch Katastrophe. Wie kann man so spielen? Was ist denn der Ausgang? Ach, da vorne. Was ist da an der Wand? Alter, die Steuerung. Die ist ja sowas von... Bäh. Das kannst du keinen anbieten. Leute, ich bin immer so dafür, für neues Zeug, für neue Games und alles drum und dran, aber dieses Game, ey, das ist ja nicht normal. So, komm, ach, was ist da, eine Blume, runter von der Blume, Affe. So, hier gehen wir mal hier rein. Mahlzeit. Und umziehen, okay. Dann ziehen wir uns mal die Uniform an, machen wir. Jetzt sind wir aus dem Kopf. Das ist mein neuer Kollege, hallo. Also der Frischling. Ich bin Hans, dein Papa. Freut mich, dich kennenzulernen. Mich auch, mich auch. Wir haben im Auto genug Zeit zu reden. Lass uns loslegen. Der Einsatzwagen steht im Hof. Du fährst. In meinem Alter wird man auch gern mal durch die Gegend kutschiert. Andere Frage. Fühlst du dich wirklich wohl, wenn ich fahre? Glaube ich ja nicht. Du wirst dich umgucken, wenn ich im Auto sitze, wie es dann abgeht. So, wie geht's hier ab? Rein da. Ich sitze, von mir aus kann es losgehen, um zu bremsen oder rückwärts zu fahren, drücke S, um zu beschleunigen, drücke W, Blaulicht B und Sirene N, okay. Also machen wir mal, verursachst du Unfälle durch rücksichtsloses oder unkontrolliertes Fahren, erhöht sich der Chaosfaktor. Erreicht er 100%, wird dein aktueller Einsatz abgebrochen und beim letzten Speicherpunkt neu gestartet. Okay, was ist jetzt? Dann düsen wir mal los, Leute. Tempo verordentlich. Das soll mir mal einer sagen, Polizisten rasen die, ne? So, wir haben jetzt einen Unfall oder was sein soll. Gucken wir mal. Kann mal das Fenster zu machen, es zieht. Gut, die Steuerung vom Fahren her ist cool, sie geht. Aber so von der Kamerasteuerung ist es scheiße. Was zieht denn hier so? Hat er das Fenster aufgemacht oder was? Hallo, ist das Fenster auf dem Kunde? Ja, mit 200 km/h über die Autobahn brettern können wir machen. Okay.
Hier vorne muss er irgendwo sein. Ah, hier. So, raus aus der Kiste. Erreiche Zielort haben wir geschafft. Jetzt sollen wir zu der Frau, die befragen, oder was? Okay, machen wir mal. Guten Tag. Was ist denn hier passiert? Sehen Sie es nicht? Der Reifen ist platt. Wie ist denn das passiert? Hier auf der Autobahn lag ein Brett mit Nägeln drin. Das habe ich erst im allerletzten Moment gesehen und bin drüber gefahren. Haben Sie schon einen Abschleppdienst gerufen? Ja, ach, denn der, wo läuft der hin? Okay, bitte. Hallo, läuft er nicht weg? Du hast was. Ey, hallo? Ich werde mich um das Nagelbrett kümmern. Ja, mache ich. Vielen Dank. Okay, so sieht's aus. Wow. Okay, ich bin ziemlich weit gelaufen. Nein. Alter, das kann nicht sein. Ist das dein Ernst? Und vor allen Dingen, wer legt denn hier ein Nagelbrett auf der Autobahn? Also, hallo? So. So, meine Freunde, was wir jetzt machen, macht's bitte nie nach. Das könnte euch wirklich tödlich enden. Ich bin Polizei, ich darf das. Da liegt's Nagelbrett. Das entferne ich mal ganz schnell, bevor ihr bei einer drüber fährt noch. Komm, lauf doch schneller. Es läuft auch schneller, du Kasper. Okay, das ist also. Nagelbrett ist entfernt. Steig ein. So. Haben wir geschafft, auf jeden Fall, den ersten Einsatz. So, ich würde sagen, ab zur Wache. Dann haben wir es auch wieder geschafft. Ich habe mal Blaulicht anmachen und Sirene. Egal, holen wir ein bisschen schneller durch hier. Wie sie alle Polizisten heutzutage möglich zu machen, ne? Einfach mal schön hier anmachen, dann fahren sie los. So. Dann ab zur Wache. Hey, ich glaube, ich muss zur Wache. Ja gut, wir müssen hier lang. Nein! Ihr habt nichts gesehen, Leute. Ich bin's nicht gewesen. Sorry. So. Ab zur Dienststelle. Oh, das Lenkrad tut ganz schön hacken hier. Da drüben soll es sein. Dann müssen wir mal schauen. Ist hier geradeaus? Fuck, Alter. Wow. Sorry. Ich komme später nochmal wieder. Melden sich alle auf der Dienststelle. 1,2 Kilometer. Schaffen wir locker, Leute. Und da rate ich mir so eine besenkte Sau. Mit 200 über der Autobahn. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, bremst doch! Mach dich fort, natürlich, muss ja lang. Ich habe meinen ersten Arbeitstag, also Ruhe. Nichts dagegen sorgen. Ausmachen ist nicht auffällt. Wir hatten nie was angehabt in der Zeit. Ich hoffe, mein Nachbar petzt, ne? Du hast eben eine erste Schnellreisestation freigeschaltet, bla bla, will ich gar nicht mehr wusst. So, meine Freunde, das war's mit meinem Let's Play von Autobahn Simulator 2. Das Nagelbrett auf der Autobahn. Bis später, Leute, euer Pitbull TV. Ciao, ciao. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ciao, ciao.